Moin liebe Leute und herzlich willkommen zum nächsten ETS 2 Let's Play mit mir und dem Peter. Ja, wir befinden uns wieder im Multiplayer und fahren jetzt eine Tour von La Rochelle aus nach Stockholm. Ja, die Überlegenheit ist, wie werde ich gleich fahren, und schauen wir uns noch mal an. Ja, ich werde wahrscheinlich wie immer fahren eigentlich. Wenn ich so eine Tour annehme, über Playmaus. Einmal das Übliche quasi. Und dann über England quasi die Tour wieder hochsetzen. Und in Grimsby wieder rüber wechseln nach Esbjerg. Also wie immer. Ihr kennt mich ja, wie ich fahre, ne? Und von daher wisst ihr Bescheid. Von daher, ja. Einfach die Tour wieder genießen mit mir. Ja, ihr kennt mich ja. Und ihr wisst ja, ich fahre ja gerne meine Inventur, aber ja. Genau. Ihr kennt ja meine Inventuren schon, von daher. Ja, wird dieses Let's Play wieder mal unter dem Motto stehen, eine Tour durch England, wie immer. Von daher, alles gut. So. Aber ihr wisst auch, dass ich da erstmal kurz tanken gehe, weil, ja. Sollte ich aber auch davor machen. Deswegen werde ich gleich mal kurz tanken gehen noch. Hier in La Rochelle. Und zwar Nee, doch nicht tanken gehen. Nein, nachher auf der Autobahn. Alles gut, so viel Tank, der Tank reicht ja bis dahin definitiv. Von daher alles wunderbar. Genau, die Tour einfach zum Genießen. Von daher, wie immer, ihr wisst ja, wie ich bin, ne? Ja, was gibt es denn heute sonst noch Neues? Ja, ich nehme jetzt diese Tour auf quasi. Die wird es aber dann erst für morgen geben, denn ja, montags, mittwochs und freitags gibt es ja ETS-Folgen und dienstags, donnerstags und samstags gibt es die Folgen dann im ATS. Ja, die ATS-Folge habe ich bereits jetzt gerade schon hochgeladen. Also heißt es, diese Folge wird es in der nächsten, oder ja, in der nächsten Stunde vielleicht sogar online gehen. Also für euch, wenn das Video morgen rauskommt, ist es bereits schon, das Video schon draußen vom ATS. Also von daher alles wunderprächtig. Oh, da hauen wir mal das Fernlicht rein. Und machen wir diesen hier. So, 140 km/h wie immer. Und gib ihm. Ja, so kann ich jetzt mal nebenbei noch schauen. Ja, das müsste fast reichen. Aber nur fast. Also tanken muss ich auf jeden Fall heute noch. Die Frage wird dann sein, nur wann. Aber wahrscheinlich werde ich die dann in England tanken gehen. Aber da reicht es dann auf jeden Fall. So. Ja, zurzeit kommt gerade mal keine OMSI-Folgen. Hat einen Grund, warum. Und zwar, ja, oder hat eigentlich diesen Grund, weil momentan nichts Gescheites in OMSI gibt. Leider. Da, es steht noch eine Map steht noch aus, oder beziehungsweise steht noch eine Linie aus. Auf der Karte Karlsburg. Die würde ich auf jeden Fall fahren noch. Die SEV.
Die Frage ist nur, ja gut, wann wird sie rauskommen dann? Die Tour, aber wahrscheinlich wird es dann morgen geben. Mal schauen, wie ich dann heute Abend noch fit bin. Das entscheidet sich alles dann noch. Von daher, ja, sobald es aber neue Sachen geben tut, oder geben wird für OMSI, werde ich sie natürlich wieder let's playen, ist ja klar. Alles eine Frage, ja, der Arbeit natürlich. Und von daher, ja, meine Arbeit sollte ja auch irgendwo, wie soll ich sagen, ja, bezahlt werden? Nee, das nicht. Aber, ja, mal schauen. Soll ja nicht so sein, dass ich die irgendwie, die tun hier umsonst raushau oder sowas. Nee, aber, ja, und bezahlen, nee, müssen wir auch nicht. Alles wunderbar, alles gut. Meine Arbeit sollte nur irgendwie oder vielleicht irgendwann mal toleriert werden und von daher, ja, wäre mal nicht schlecht, wenn mal irgendwie was kommen würde oder so. Vielleicht mal ein DLC oder so. Das wäre auch cool. Aber ja, wer weiß es, ne? Ja, was gibt es denn sonst noch Neues? Neues gibt es gerade zurzeit eigentlich wenig. Sag ich mal, weil provokativ wie ich ja manchmal bin, oder und manchmal eher gesagt gar nicht, werde ich jetzt schauen oder werde vielleicht darauf hinfiebern, wenn die neue Karte kommt von einem gewissen Menschen, ne? Den Namen möchte ich jetzt gerade nicht wirklich nennen, denn naja, mal gucken, was der so rausbringt. Und ich mir die Karte vielleicht holen werde. Aber ich nehme die Frage vielleicht. Wie die Karte so wird. Aber das ist immer noch eine Sache, wo, ja, ihr wisst ja, wie ich bin. Und ihr kennt ja die Folgen. Deswegen von daher alles wunderbar. Ja, ich würde mal sagen, wir hören uns auf jeden Fall gleich wieder mal. Und würde sagen, bis gleich.
Ja, Entschuldigung. Bin ein bisschen leicht nicht erkältet, sondern ja, das ist der Raucherhusten, wo gerade ein bisschen, ja, kleine Probleme macht, aber alles wunderbar. Ja, wir kommen jetzt langsam nach Roskow, wo dann der erste ja, Halt ist, quasi, bevor wir dann rübergehen über die Fähre nach Playmouse. Ich würde sagen, ja, wir sehen uns auch gleich wieder, denn ich würde mal ganz kurz tanken gehen und dann, ja, hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, getankt habe ich auch wieder. Das heißt, wir können wieder weiterfahren. Und ja, ich würde sagen, wir werden dann gleich die erste Pause einläuten. Und zwar, wenn wir die Überfahrt machen nach England quasi. Das bedeutet für euch, ja, es wird dann der Cut geben für den, ja, zweiten Teil unseres heutigen Let's Plays. Oder dieses Let's Play. Eieiei. Mein Deutsch ist ja mal wieder phänomenal heute Morgen. Ach ja, wie immer. Ach, ich werde oben reinfahren. Heute. Das geht ja auch natürlich. Okay, normal dürfte man das ja da nicht machen, aber ich mach's trotzdem mal. Egal. Von daher alles wunderbar. So. Dann werden wir doch mal, ja, drauf fahren. So, ein bisschen abbremsen. Ne? Muss ja auch sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder drüben in England. Und ja, da war es schon mal mit dem ersten Let's Play. Mit mir, mein Peter, von der Fahrt von La Rochelle nach Stockholm. Bis dann, euer Peter. Ciao, ciao.